hat heute einen besonderen Gegner. Lars Kühne. Der Hamburger hat von Kindesbeinen an nur eine Leidenschaft. Videospiele. Ja, ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr und dabei am liebsten Rennspiele. Also die Jagd nach Bestzeiten ist genau das, was ich suche. Doch heute wartet auf Lars ein Gegner aus Fleisch und Blut. Hey, du bist der Lars. Hallo. Servus. Ganz genau, hallo. Und du bist voll der Profi-Gamer. Ja, ich muss sagen, das ein oder andere Spiel habe ich schon mal gespielt. Ja, man sieht, du bist auch ziemlich blass, ziemlich viel drin anscheinend. Ja, mein Fernseher nehme ich nicht immer mit in den Garten, das gebe ich zu. Okay, und jetzt forderst du mich raus. Ganz genau. Mit welchem Spiel? MotoGP 1011. Erhältlich für Xbox 360 und PlayStation 3 ist MotoGP 1011 die Simulation der Motorradstraßenweltmeisterschaft. Alle Klassen, alle aktuellen Teams und Fahrer, dazu sämtliche Strecken der WM-Saison 2011. Und das sind die Regeln der Challenge Biker gegen Gamer. Katja und Lars fahren auf dem Sachsenring jeweils 3 Runden gegen die Uhr. Wer die schnellste Runde fährt, gewinnt die Challenge. Bevor es losgeht, legt Katja selbst Hand ans Joypad und überzeugt sich von der Realitätsnähe. Ein Riesenrad? Kann man voll fahren, die Kurve, das weiß ich. Ich finde die Spiele ziemlich realistisch. Schon vor 10 Jahren habe ich die Strecke Suzuka geübt, zu Hause auf der Couch. Und als ich dann in Suzuka war, habe ich gedacht, ich bin mitten im Computerspiel. Also die kommen der Realität schon ziemlich nah. Was ist eigentlich, wenn du verlierst? Wenn ich verliere, was nicht passieren wird, dann fahre ich eine Runde mit dem Fahrrad um den Sachsenring. Okay. Aber du natürlich auch. Einverstanden, machen wir so. Das ist Katjas Waffe, eine Original-Moto2-Rennmaschine von Kalex. Die Augsburger Performance-Schmiede setzt konsequent auf Leichtbau und modernste Werkstoffe. Das Ergebnis? 600 Kubik, 135 PS, bei superleichten 135 Kilo. Gebaut aus Alu, Magnesium und CFK. Der Preis? 100.000 Euro plus X, je nach Rennausstattung. Ich freue mich total auf die Challenge, aber ich habe auch ein bisschen Schiss, weil ich bin schon lange kein Rennmotorrad mehr gefahren und die Kalex ist doch ein richtig giftiges Teil. Mal schauen, ich hoffe, dass ich damit zurechtkomme. Er zähmte das Biest. Der deutsche Rennfahrer Stefan Bradl gewinnt Mitte März auf einer Kalex den Saisonauftakt in Katar. Stefan Bradl rockt Katar! Überglücklich natürlich auch der Konstrukteur. Alex Baumgärtel aus dem Hause Kalex. Alex Baumgärtel gibt Katja noch eine kurze Einweisung. Schließlich ist die Allgäuerin seit 2004 keine aktive Motorradrennfahrerin mehr. Alex, das ist die Maschine, mit der der Stefan das Auftaktrennen gewonnen hat, oder? Nicht ganz. Ist das Vorjahresmodell, das aktuelle Modell im Detail überarbeitet. Aber im Prinzip ist es schon das gleiche Motorrad. Mhm. Und auf was muss ich jetzt achten, wenn ich hier rausfahre? Ja, am Anfang natürlich erstmal auf deine Hebelchen, die Bremse, Kupplung einstellen, auf die Wassertemperatur achten und ist ein Motorrad ohne elektronische Fahrhilfen, keine Traction Control, keine Wheelie Control. Kurvenausgang am Anfang ein bisschen aufpassen, Gefühl aufbauen und dann geht das los. Also ich freue mich total, es wird geil. Los geht's. Ja. Der Austragungsort der Challenge, der Sachsenring. 1927 eröffnet, hat er eine Länge von 3,67 Kilometern. Seit 1998 ist hier jährlich die Motorrad-WM zu Gast. Der Sachsenring ist eine total schöne Strecke. Sie geht bergauf und bergab, was man nicht oft hat. Und Sachsenring, ich kann mich natürlich an Grand Prix noch erinnern. Da sind hier 200.000 Leute und da geht's ab wie Sau. So Leute, jetzt zeige ich euch mal die Strecke. Auf dem Sachsenring findet heute die große Challenge statt. Rennfahrerin gegen Computerspieler. Katja Pönsken auf einer Kalex und Lars Kühme an der Xbox 360 fahren jeweils 3 Runden gegen die Uhr. Wer die schnellste Runde fährt, gewinnt die Challenge. Katja erkundet die Strecke. Das ist die erste Rechtskurve. Die Coca-Cola-Kurve. Anbremsen, zurückschalten und ins Omega. Das ist hier eine der 3 Rechtskurven. Es gibt nur 3 Rechtskurven hier. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Der Reifen wird rechts nicht richtig warm.
Jetzt geht's über die kleine Kuppe. Und dann Kamikaze hier links runter Richtung Karthallenkurve. Die ist geil. Sau schnell. Nicht nur der Kurs, auch die Maschine bringt Katja zum Schwärmen. So, und jetzt mal hier zur Kalex. Das ist ein geiler Ofen. Hat Power ohne Ende. Richtig gute Bremsen. Oh, und hier ist die Sachsenkurve. Die ist geil. Und das ist die letzte Kurve hier vor Start und Ziel. Richtig bergauf. Ich war jetzt gerade draußen, habe mir die Strecke angeschaut und die Verhältnisse sind ganz gut. Es ist überall trocken. Es ist ein bisschen Dreck auf der Strecke. Angst habe ich vor den Temperaturen, den Asphalttemperaturen. Die sind ziemlich kühl und mal schauen, ob die Reifen halten. Die Katja ist natürlich ein harter Gegner. Sie hat Benzin im Blut, kennt hier am Sachsenring jeden Grashalm. Also das wird schon eine knüppelharte Challenge, glaube ich. Sachsenring Box 2. Ungewohntes Terrain für einen Videospieler. Routiniert steuert Lars durch die Menüs, wählt Strecke und Team. Er fährt das gleiche Motorrad wie Katja, mit einem Unterschied. Er fährt virtuell. Ich habe natürlich beste Bedingungen beim Spiel, ist ganz klar. Ich muss da nicht auf irgendwelche Reifentemperaturen achten oder irgendwas. Ich kann direkt raus und Vollgas geben. Ich kann auch auf Risiko fahren, wenn es mich jetzt irgendwie hinhaut mit dem Motorrad, dann tut es mir ja nicht weh. Und ich kann direkt nochmal loslegen. Also von daher kann ich schon eher auf Risiko fahren. Vorteil für mich könnte sein, dass der Lars doch recht nervös ist. Er ist nicht zu Hause auf der Couch, sondern er ist hier an der Rennstrecke. Und vielleicht kommt er das ein oder andere Mal ins Straucheln. Jetzt zählt es für Katja. Ihre volle Konzentration gilt den nächsten drei Runden. Sie weiß, alles muss jetzt passen. Dann kann sie heute die Rennfahrerehre gegen einen Gamer verteidigen. Ab geht's auf die Einführungsrunde. Start. Beide rasen mit Vollgas auf die erste Enge rechts zu, die Coca-Cola-Kurve. Lars hat sich nach dem ersten Streckenabschnitt leicht abgesetzt. Ein Ausflug ins Kiesbett bleibt erstmal ohne Folgen. Katja kämpft um Anschluss. Ihre Reifen sind allerdings noch nicht auf Temperatur. An der Spitze fliegt Gamer Lars Richtung Audi-Brücke. Dann passiert es. Falscher Bremspunkt, ein kapitaler Sturz. Die Führung ist dahin. Katja nutzt den Fehler und fährt voll konzentriert die erste Runde zu Ende. Die erste Runde geht klar an Katja. 1:35:02. Lars folgt knapp 10 Sekunden später. Jetzt ist der Gamer am Zug. Die zweite Runde startet er fehlerlos. Selbstbewusstsein und Risikobereitschaft steigen von Kurve zu Kurve. Anfahrt Sachsenkurve. Katja und die Kalex, das passt. Doch welche Zeit fahren die beiden in Runde 2? Lars verbessert sich um 10 Sekunden. Kann Katja kontern? Nein, sie verbessert sich zwar leicht, doch Runde 2 geht knapp an Lars. Die dritte und letzte Runde im Duell. Katja muss eine Sekunde auf Lars gut machen. Lars liegt mit einer 1:32er Runde vor. Katja fährt persönliche Bestzeit in 1:34:07. Damit ist Lars knapp 3 Sekunden schneller. Die erste Runde war ziemlich schlecht, habe ich gleich einen Sturz hingelegt, aber dann mit der zweite, dritte Runde wurde es dann ein bisschen besser und ich hoffe, mit meiner 1:32 habe ich nicht allzu schlechte Karten. Und, was bist du gefahren? 1:32:0. Oh nee. Du? 1:34:07. Scheiße.
Ja, Hammer. Hab die Challenge gewonnen, super. War natürlich ja auch alles so ein bisschen neu für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ungewohntes Terrain hatte Katja schon eher ein Heimspiel. Ich bin happy, super happy. Ich habe die Challenge leider nicht gewonnen, aus verschiedenen Gründen. Einer war auf jeden Fall die Temperatur. Ich habe die Reifen nicht richtig warm gekriegt. Ich hatte in den Rechtskurven keinen Grip. Die Sonne hat mich geblendet und ich bin natürlich schon lange nicht mehr auf so einem Rennmoped gesessen. Ich hätte vielleicht noch ein paar Runden gebraucht. Naja, aber trotzdem, gratuliere. Dankeschön. Gut gefahren. Dankeschön. Jetzt bist du am Zug. Rauf auf den Drahtesel. Viel Spaß. Genau.